Servus und habe Theorie. Ja, es ist wieder soweit und wir sind nicht zu Hause und es ist irrsinnig früh. Ja, aber jetzt, ich bin aufgeregt. Erst einmal, schön, dass du wieder reinschaut. Wir zocken wieder, jetzt Licht aus. Wir zocken wieder eine ganz gemütliche Runde mit Evil Dynasty und holt euch was zum Trinken, bevor wir einen Rasimir zum Dekorieren schicken. Hätte ich gesagt, ja, macht es euch gemütlich. Wir legen los. Wir haben Hunger. Ich habe ein bisschen was gekocht. Das habe ich auch schon weggetragen. Und es ist, wie gesagt, es ist wirklich irrsinnig früh. Es ist jetzt 6 Uhr früh. Jo, genau. Wir haben uns hier Fleisch mit Soße um die Ohren. Oh, sehr schön. Vielleicht holen wir uns auch noch ein bisschen was anderes. Ich habe hier noch ein bisschen Fleisch rumliegen. Das ist das gebratene Fleisch. Noch normales Fleisch. Hier haben wir noch rote Beete. Genau, ich bin nämlich noch mitten am Kochen, das habe ich ja gesagt, dass wir hier bald unsere Schenke hinkriegen, ne? Also, halt, da sind wir daheim. Und es wird wirklich, also wir gehen mit großen Schritten Richtung Schenke. Genau, wir holen uns jetzt noch was zum Essen. Zum Trinken, glaube ich, habe ich noch, oder? Naja, der Eimer ist schon leer. Gut. Fladenbrot. Fladenbrot. Ne, wir nehmen uns Fleisch mit Soße. Wie ihr seht, ich habe ein bisschen was gekocht. Es ist wirklich viel. Es ist wirklich echt viel. Das war im Frühling noch. Und das muss jetzt mal weg. Ich würde sagen, wir nehmen uns noch 2 mit. Genau. Ja, das ist herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja. Und wir natürlich ein bisschen Wasser. Hallo, Wasser. So, wir machen mal schnell einen Eimer voll mit Wasser. Gut. Halt. Da machen wir daheim. Essen. Blip. Das passt. Dann haben wir uns hier noch Wasser rein. So. Gut. Dekoration. Ich habe ja es in der letzten Folge, also gestern, da sind wir daheim. Ja, irrsinnig viel Zeug rausgehaut. Also hier im einfachen Haus. Wir haben Hakenleiste. Wir haben Zeug, Mist und Klump. Also ein Baumstammtisch. 4 Holzstamm. Baumstammbank. Vorhang. Ich würde jetzt mal einfach Leinengewebe und Leingarn mitnehmen. Wir können mal gucken. Hier. Holzgatter. 8 Holzstamm. Holzzaun. Ich weiß gar nicht, was das ist. Also habe ich das jetzt hier in... Wie gesagt, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe noch nicht geguckt. Hier ist es auf jeden Fall mal nicht. Hoppala, hier ist es auf jeden Fall mal nicht drin. Hm? Das ist alles nicht der Fall. Aber ich würde sagen, wir holen uns einfach mal ein bisschen an Garn und so Zeug. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht irgendwo das Zeug mal einbauen können. Und wir nehmen natürlich, wo haben wir denn unseren Hammer? Hier, noch den Kalkstein mit. So, schauen wir mal. Bau. So, Bretter haben wir noch ein paar. Ich weiß aber gar nicht. Oh, Holzstämme sind echt wenig. Na, die Kalksteine nehmen wir jetzt mit. Ja, die nehmen wir mit. Komm. Die nehmen wir mit. Und hier haben wir Leingarn. Da haben wir ja ein bisschen was. So, und Leingewebe haben wir auch ein wenig was. Sehr schön. Okay, wir nehmen einfach mal ein bisschen was mit. Den Kalkstein, den verklopfen wir jetzt gleich. Und zwar hier. Genau. So. Zack, zack, Upgrade. Dann ist nämlich da auch wieder was fertig. Zack. 6 Stück hier. Und. Ah ja, okay, da brauchen wir 6 Stück. Hau nicht ganz hin. Aber egal, wir sind jetzt wieder leichter. Jetzt schauen wir mal, ob man mit dem Hammer bauen. Ob man da nicht einfach irgendwas bauen kann. Ob man da nicht irgendwas bauen. Hallo? Dekorieren. Da. Wand. Leer. Und? Wir gucken mal. Ach, ist das genial. Offen. Ah, okay. Boah, das muss ich mal von außen anschauen. Jetzt passt mal auf. Ja, das ist ja richtig cool.
Alter, ist das geil. Okay, also. Jetzt passt mal auf. Wir brauchen Holzstämme und Bretter. Genau, wir brauchen Holzstämme und Bretter. Gewinnung. Wo ist unser Holzschuppen? So, im Holzschuppen, da wohnt der Bromir. Der Bromir ist Level 6. So. Jetzt ist die Frage, wen stecke ich wohin mit dem hohen Level? Die sind alle Level 4. Oh, schade. Wie sieht's hier aus? Ich müsste echt mal gucken. Schmarrn, komm her. Ich müsste echt gucken, wer ist denn in der Gewinnung richtig gut? So, sind wir mal sortiert. Da ist eigentlich alles weg, gell? Ja. In der Gewinnung. Wer ist denn da so richtig gut? Die sind alle zu jung. Die dürfen noch nicht. 2, 4, 4, 4, 4, 6. Der Bromir ist eh schon Holzfäller. 3, 3, 2, 2, 3, 4. Hier. Die ist Mutter. Mutter. Müllerin. Näher. Ja, die Level 10, ne? Noch ein näher. Ein Scheunenknecht, Level 3. Den bräuchte ich aber fast in der Scheune. Also wir haben einfach keinen. Wir haben einfach keinen. Okay, da muss ich mich selber drum kümmern. Ich möchte jetzt aber mal in ein kleines Häuschen gehen und da mal da Vorhänge hinmachen. Vorhang. Hallo. Also, dekorieren. Die Wand. Hier ist es. Man kann entweder einen Vorhang machen oder einen Seilvorhang. Dazu brauchen wir noch Leder. Wir haben eh so viel Leder. Jungs und Mädels, wir machen da jetzt Vorhänge hin. Juhu. Aha. Ah, halt, Leder. Da lang. Super. Das ist was, da freue ich mich irrsinnig, denn wir haben Leder ohne Ende. Leder, 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 200 Leder. Wer braucht denn 200 Leder? Der frühe ein bisschen mehr sein. Hopp, macht nix. Das ist gleich verbaut. Wir statten jetzt mal die kleinen Häuser unten rum mit Vorhängen aus. Und gucken wir mal, was dann kommt. Ich denke, die Zufriedenheit wird dann nach oben gehen. Hoffentlich. Und ich muss mir das natürlich anschauen. Und da müssen wir noch... Oh, da kann man so viel machen. Also. So, dekorieren. Wand. Tada. Kann man das jetzt auch aufmachen? Nee. Das kann man nicht aufmachen. Okay, also man kann jetzt hier nicht einfach überall irgendwas dran machen, aber man kann zumindest mal so tun, als ob, ne, hier. Sehr, sehr schön. Finde ich voll cool. Aber man müsste sich wirklich ein bisschen was so zurechtlegen. Ich kann ja nicht jetzt hier alle Häuser mit so komischen Vorhängen zumachen. Wo kommen wir denn da hin? Na, mein gutes Ding. Magst du Vorhänge? Ich mal schauen. Dekorieren. Zack. Vorhang. Weil normalerweise haben doch die immer irgendwas dort gehabt. Oder? Das kannst du doch mir nicht erzählen. Die armen Leute. So. Schau. Überall Vorhänge drin. Sehr schön. Ich würde nur gelegentlich mal auch einen Seilzug hinmachen. Ich weiß ja nicht, ob die das aufmachen. Offen. Hier machen wir zu. Zack. Hier machen wir wieder auf. Ich finde das genial. Und wenn das passt, dann kann man ja da... Ich gehe jetzt da einfach mal durch. Die kriegen jetzt alle Vorhänge. Dann gucken wir mal, ob mir nicht irgendwie das ein oder andere... So, hier machen wir wieder zu. Muss man ja nicht andauernd reingaffen. Sehr schön. Und ich dachte mir schon, warum geht denn das nicht? Steigt da jetzt die Zufriedenheit ein bisschen? Stimmung? Gibt es da jetzt Zufriedenheitszuwachs? So ein bisschen zumindest. Nö. Macht jetzt mal gerade keinen Unterschied. Naja, ist aber egal. Es sieht auf jeden Fall voll cool aus. So,
Zack. Dekoration. Da machen wir dazu. Ach, du hast nur zwei. Ach, das ist ein kleines Häuschen jetzt. Super. Ich würde jetzt hier einfach mal durchlatschen. Hier mal so ein bisschen Deko hier, Deko da, Deko dort. Zack. Und dann machen wir mal Folgendes. Hier machen wir mal zu. Zack. Hier machen wir da auf. Und dann schauen wir mal, ob die... Ich probiere dann mal aus, ob wir irgendwie das geregelt kriegen. Ah, okay. Wir machen hier mal wieder zu. Zu. Hier machen wir wieder auf. So. Kleines Häuschen. Da haben wir noch ein kleines Häuschen. Das große hier noch und das hier noch. Dann sind wir unten rum einmal durch mit den Vorhängen. Genau. Da würde ich fast sagen, da machen wir zu. Und hier machen wir auch auf. Und hier machen wir auch auf. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber man kann ja hier die Wand auch. Dekoration an der Wand. Schaut mal. Ja, ist das genial. Ich brauche auf jeden Fall Holzstämme und Bretter. Und dann kann man da... Okay. Genialst. Okay. Ich habe schon gesehen, ich brauche unbedingt mehr Sachen. So. Hier und hier. Dann machen wir dazu. Hier machen wir wieder auf. So. Dann machen wir natürlich auch wieder auf. Die Frage ist, wenn ich jetzt... Das probiere ich an einem Häuschen aus. Ich mache jetzt hier noch das Häuschen fertig. Und dieses Häuschen. Dann bunkern wir unser Zeug irgendwo. So. Er kriegt jetzt hier wieder zwei schöne. So, da lang. Genau. Das hier machen wir noch. Haben wir da oben haben wir auch noch eins, gell? Aber. Hopp. Naja. Blablabla, auf der Steinmauer. Entlang. So. Gut. So. Hier eins hin. Das machen wir zu, ha? Huh? Machen wir zu. Und das hier machen wir so. Okay. Dann würde ich jetzt das Zeug mal zu mir... Ah, ich mache hier noch schnell weiter. Komm. Machen wir hier das Viertel und unten noch... Ja. Genau. Dann habe ich eigentlich schon mal einige Häuser durch. Und dann probieren wir das aus. Weil vielleicht machen die nämlich die Fensterläden auf und zu. Selbstständig. Das wäre natürlich noch der Hammer. So. Da. Und bei uns oben machen wir natürlich unser Häuschen auch schön, würde ich sagen. Da gegenüber das Häuschen von der Mühle. Zack. Und zack. Genau. Haben wir sonst noch? Nee. Was ist jetzt das im Eck? Hallo Mühle. Jetzt machen wir das mal. Und dann gucke ich mir mal an, was man denn noch so machen kann. An Deko. Ah, da steht der Jolly noch rum. Wie man sieht, ich habe nicht gepennt. Unser Hotte-Hü ist noch... Hey Pippin, schau mal, ich habe Vorhänge dabei. Ja, ich weiß, ich muffel, ha? So. So. La, da, 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 da. Ja, machen wir zu. Den hier machen wir auch zu. Den hier machen wir wieder auf. Sau stark. Da kann man auf jeden Fall viel Dekoration rein wuchten. So, da unten, das würde ich dann nochmal separat angehen. Jetzt würde ich aber ganz runter noch. Kommt mal mit. Kommt mal mit. Kommt mal mit. Nicht denn hier auch Deko? Nägel. Hier geht keine Deko. Wo geht hier Deko? Nee, Schmiede. Das wäre noch cooler, wenn wir hier irgendwelche sondern, aber die sieht eh Hammer aus, die Schmiede. Okay, wir schauen mal kurz runter. Und gucken mal, ob wir das eine Häuschen noch fertig machen. Und dann legen wir... Genau, da unten haben wir noch das Häuschen. Die anderen und das von der Kräuterhexe. Eieiei. Kräuterhexel, habe deri. So, hallo. Weißt du was? Wir machen hier mal zack, zack. Du kriegst jetzt hier nämlich auch ein bisschen was. So, gut.
Und da unten unsere Fischerhütte noch. Und wenn dann alles durch ist, dann holen wir uns und schauen wir mal um Läden. Fensterläden. Hoppala. Dazu brauchen wir Eisenbahn. Zack. Den hier machen wir zu. Wenn, das ist zur Straße. Okay, gut. Passt. Dann würde ich jetzt sagen, legen wir die wieder rein ins Lager und schauen uns mal ganz kurz an, was wir denn so brauchen. Ich glaube, Holzstämme, Holzbretter und Eisenbahn. Ich glaube, Eisenbahn waren das für, genau, hier diese Fensterläden. Da ist die Frage, kann ich, das sind die einfachen, ne? Das sind dann schon die gehobeneren. Da brauchen wir zwei Holz und vier Brett. Da brauchen wir vier Eisenbahnen, zwei Holzstamm und vier Brett. Okay, also ich nehme mir Eisenbarren mit. Hoppala, komm, hoch. Oh, und ich wollte noch was gucken. Stopp. Wir haben... Genau, wir haben in der Landwirtschaft, in den Scheunen, glaube ich, zu viele Scheuneknechte. Nee, zwei, passt. Zwei, passt alles. Alles gut. Genau. So, räumen wir mal die Leingarne und das ganze Zeug weg. Leder. Oh, ich habe richtig was verkloppt. So, den Pelz räumen wir weg, den brauchen wir nicht. Den Stein räumen wir weg. Stöcke, das Vollgarn. Holzteller. Oh, ich habe noch 138 Holzteller. Die könnte ich doch auch mal raushauen. Den Flachs hauen wir weg. Ich glaube, ich habe noch einen Burgel oder wie das Ding heißt. Da Google. Zack. Weg. Münzen haben wir auch fast keine mehr. Gut, ich würde sagen, wir machen mal Folgendes. Wir gehen die Teller schnell runterbringen. Und dann hole ich mir die Eisenbarren und dann gehen wir mal rauf zu mir, hauen ein paar Stämme weg. Halt, die Teller wollte ich darüber bringen. Ah, komm, lass mich durch. Es tut mir leid, dass da das Zeug so rumliegt, aber wusste halt auch nicht, wo ich es hinlegen soll. So, pass mal auf. So, 138 Stück, die können wir nämlich dann fertig machen. Heute Nacht... Kann ich wieder kochen. Oh, Odrück, wir haben ja, sprich mit Odrück. Mensch, das hätte ich fast vergessen, vor lauter Begeisterung durch die Dinge. Jetzt esse ich aber erst noch was. Hier Fleisch mit Soße. Mm. Fleisch mit Soße und dann heißt es, der Holzteller kommt hier auch rein. Läuft. So. Odrück, pass mal auf. Hallo mein Freund, wie geht es dir? Ich wollte dir nochmals darüber danken. Oder dafür danken, darüber danken. Eieiei, dass du meine Ehe gerettet hast. Hier. Nimm das. Ich habe noch etwas von Obstkuchen gemacht. Ah ja, okay. Oh, danke. Gar kein Problem. Ich freue mich, dass ihr wieder zusammen seid. Passt auf euch auf. Sehr schön. Optimal. Wir haben einen Obstkuchen gekriegt. Familienstreit ist erledigt. So. Dann würde ich sagen, läuft ab die Post. Die Teller sind weg. Ein Odrik haben wir wieder versorgt. Dann würde ich sagen, mal rein und wir holen mal unsere Eisenbahn. Ich möchte einfach mal nur probieren. Eisenbahn 41. Wir nehmen uns da mal 12 mit. 4 Stück brauchen wir dafür, gell? Ein paar Bretter. 2 Stück pro. Oder 4 Stück pro. Wir machen hier mal 12. Dann können wir 3 Stück machen und dann gucken wir mal, ob man die auf und zu machen kann. Und ein paar Holz. Weißt du was, ich habe hier, bei mir oben habe ich noch Holz. Hallo, streichelt so. Hey, habe ich jetzt dann irgendwann mal auch Kühe? Also, mehr als 2? Naja, da müssen wir mal gucken, ob das hinhaut, dieses Zeug mit dem Züchten, ne? Hinterm Haus, glaube ich, habe ich noch Holzstämme. Muss mal gucken und zur Not muss ich nochmal mit der Axt ein bisschen Kleinholz machen. Ich glaube, ja, da liegen noch welche. Ich wusste, oder da liegen Steine. Seht euch das mal an. Oh, herrlich. Okay, gut. Hier sind noch 24 Holzstämme. Ich brauche aber gar nicht so viel. Ich bin gnadenlos überladen.
Ich würde sagen, wir schmeißen da einfach mal die Hälfte raus. Auch kein Mensch. Zack, weg damit. So. Jetzt. Okay, wir machen jetzt mal hier. Zack. So, kann ich die jetzt... Kann ich die öffnen? Alter, ist das geil. Pippin. Nee, das ist gar nicht der Pippin. Wo ist denn der Pippin? Ich wollte jetzt dem Pippin sagen, wie man das da auf und zu macht. Ja, ist das geil. Ist das da mal? Machen die das dann selber? Lloyd, Lloyd, ist das genial oder ist das genial? Jetzt passt auf, stopp. Ich darf jetzt da nicht alle, bei mir dran bauen. Das wird sowieso eine ganz haarige Sache, also es wird jetzt immer mit der Zeit ganz gemütlich. Ich bringe jetzt hier, geh mal her, machen wir auf. Und vielleicht können die das auf und zu machen, und zwar von ganz alleine, das wäre der Wahnsinn. So, zack, zack. Oh, jetzt habe ich nichts mehr. Genau, ich brauche noch Bretter und Eisenbahn. Aber wir schauen jetzt mal, was passiert, wenn es dunkel wird. Wir müssen echt gucken, was passiert, wenn es dunkel wird. Genau. Und wir brauchen unbedingt mehr Holzbahn. Eisenbahn. Eisenbahn, Holz, Bretter. Ich muss eigentlich hergehen und anfangen, mein Zeug zu hacken. Also Holz zu hacken. Nachts zu kochen. Also, ich hoffe ja, haben wir hier noch was liegen? Nee. Hier liegt nichts mehr. Wie sieht's denn hier oben aus? Ja, das ist totale Kahlschlag. Das ist der Wahnsinn. Ich habe halt einfach mal ja, ein bisschen die Axt fliegen lassen. Hier ist halt einfach... Eigentlich könnte ich da mal runterholzen und alle Baumstämme ausgraben. Dann wird's hier wirklich... Ja, aber das sieht doch auch doof aus, oder? Nee. Das lassen wir schon schön brav wieder hier wachsen. Und wir machen jetzt mal Folgendes. Wir gucken mal, dass wir hier... Ja, die Eisenbahn werden das Problem werden. Aber das sieht ja nur noch genial aus, oder? Boah, jetzt passt mal auf. Ich hole jetzt uns noch ein paar Sachen. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Jetzt passt mal auf. Ich würde am allerliebsten... Also wir haben jetzt hier zwei Fenster. Dann machen wir hier... Was können wir denn hier machen? Gucken wir mal. Also, wir können eine Hakenleiste hinhängen. Wir können eine doppelte Hakenleiste hinhängen. Kerzenhalter. Okay. Wir können aber auch ein Holzregal, ein langes Holzregal, ein Braced Wooden Shelf. Okay. Da ist wahrscheinlich der deutsche Name noch nicht. Oder vielleicht gehört es auch so. Ich weiß es nicht. Ein Doppelregal aus Holz und ein verstärktes Doppelregal aus Holz. Okay. Bretter und... Holzstämme. Ich habe noch ein bisschen was. Aber kann man nur immer das Gleiche hinbauen? Ja. Okay, also man kann nur... Die Frage ist, was stellt man da drauf, gell? Und kann man hier... Warte mal, kann man hier nicht auch irgendwie... also ich kann jetzt hier... Kann ich denn hier... Pass mal auf. Habe ich jetzt hier Tische... Nee, ist von der Baustelle blockiert. Also Tische darf man hier anscheinend noch keine reinmachen. Jetzt wartet mal. In der Technologie waren doch da Tische auch drin. Haus. Einen Blumenhimmel. Blumentopf. Dekorierte Holztür. Oh. Dekorierte Holztür. Das heißt, ich kann hier die Tür... Jetzt wartet mal. Boah, alter Schwede. Kann ich die jetzt hier irgendwie? Ich kann die Wand. Da kann ich, jetzt warte mal. Wie sieht denn das aus? Also, hier kann ich mit der Wand oben drüber. Das ist oben drüber. Ja, ist das cool? Okay, und die Tür. Lloyd. Ich brauche noch einen Eisenbahn und noch 10 Bretter. Ich muss unbedingt runter. Ich will das anschauen. Ich muss es tun. Ich muss halt darüber. Da ist kürzer der Weg. Ja, ist das genial.
kann den Dingern andere Türen verbasteln. Ich feiere das gerade. Ich feiere das gerade ohne Ende. Kann ich hier auch? Kann ich hier was reinstellen? Kann ich hier was aufhängen? Was darf ich hier tun? Darf ich hier was tun? Nö. Jetzt passt mal auf. Ich weiß, ich werde es bereuen, aber ich will 10 Bretter. Ich will so eine Tür. Und Eisenbahn. Wir haben ja noch ein paar. Ich muss unbedingt mehr Eisen. Das wird ja auch... das wird was. So, wenn es wirklich wäre, dann kaufen wir uns Eisen. Jetzt pass mal auf. Wo sind denn unsere Dienstleistungen? Rohstoffe. Markt für Rohstoffe. Kann ich dort jetzt was einkaufen auch? Jetzt pass mal auf. Eisenbahn. Nee, ich kann nur verkaufen, gell? Oder warte mal, ich kann nicht, weil ich hab nix. Ich kann nur verkaufen. Ich würde gern was einkaufen, dass ich einfach mein Lager... Das wäre natürlich noch der Wahnsinn. Wenn ich mein Lager irgendwie füllen könnte. Okay, es geht anscheinend nicht. Schade. Okay, wir haben Eisenbahn, wir haben noch so ein bisschen anderes Zeug. Ich möchte jetzt die Tür ändern. Dann brauche ich einen Screenshot von dem Ding. Außerdem ist es da. Pippin? Nee, Herbert? Da ist er. Pippin, schau mal. Wo musst du da hergehen? Du musst die E-Taste drücken. Und dann gehen die zu. Schau mal. Da. Und? Sagst? Ja, ich tue den Hammer gleich weg. Ganz ruhig. Jetzt muss ich aber erst einmal noch schnell die Tür upgraden. Geh mal her. So, halt außen. Jetzt auf außen sehen. So. Also, zack. Das ist die normale Tür. Das ist die. Und hier haben wir die. Oh. Ich bin und was sagst? Ha? Jetzt warte mal. Können wir da oben auch was machen? Nee, außen geht nicht, gell? Da kann man nur innen was hinbauen. Außen geht nicht. Schade. Das wäre noch cool, wenn man außen auch was hinbauen könnte. Aber hey, schaut euch das mal an. Ich meine, hey, ist das nicht genial? Es ist endlich, Pippin, es ist endlich soweit. Die Dekoration von unserem Häuschen haut hin. Mit dem Stecker. Sehr, sehr genial. Cool, da muss man ja fast noch einen Zuber herbauen. Brauchen wir noch einen Zuber? Und ich wollte was ausprobieren. Und zwar, passt mal auf. Es war anscheinend Greifen E. So, hoch. Und wie kann ich jetzt das Ding drehen? Jawohl. Endlich ist es einfacher. Oh ja, es ist viel einfacher, was hinzustellen. Cool. Okay, also, da muss ich nochmal einen herzlichen Dank an... wartet mal. So, so, hier. Zack. Und dann drehen wir uns mal rum. Dann kommst du jetzt hier so hin. Ah, noch ein bisschen hoch. So. Zack. Es ist wirklich viel besser geworden. Jolly, das ist der Hammer. Wir können Tonkrüge bauen. Wir können Holzfenster bauen. Wir können so viele Sachen machen. Wir brauchen Material. Ich brauche viel Material. Die ganzen Fenster müssen nach was ausschauen. Das eine Viertel eventuell so. Das andere Viertel machen wir so. Unten machen wir dann zum Beispiel ganz andere Fensterläden. Schauen oder so. Das wird ein Haufen Arbeit. Ja, legen wir los, oder was? Und ich habe alle Bretter verarbeitet für Holzzaun. Mensch, hätte ich die doch aufgehoben. Aber nee, um Gottes Willen. Schau ich das an. Ich mache jetzt mal noch ein paar Bretter. Wir machen jetzt unser Häuschen hier mal ganz kurz, ganz geschmeidig. Passt mal auf. Was mich interessiert ist, machen die jetzt die Rollläden zu, also die Fenster hier zu? Mein Gutster, ich müsste da mal schnell her. Mach mal kurz
Danke, Promir. So. Dann machen wir jetzt mal 10 Bretter. Und dann probieren wir mal im anderen Viertel andere Holzarten aus. Also andere Fensterläden. Und das irgendwie, da ich jetzt relativ früh angefangen habe, würde ich sagen, wir müssen noch warten. Wir müssen einfach warten. Die Folge wird jetzt einfach mal ein bisschen länger, da ich gucken muss oder will, wie es wird, wenn wir denn dann nachts kriegen. Und wenn man es nämlich selber zumachen muss, das wäre nicht so schön. Wenn sie es aber selber zumachen, sagen wir mal so um 20 Uhr oder 23 Uhr, das wäre der Wahnsinn. Das würde ich feiern. Das würde ich ohne Ende, das würde ich ohne Ende feiern. So. Genau. Also, ich habe ja noch Eisenbahn. Oh, die haben nichts zu tun in der Scheune. Was fehlt euch denn? Rocken. Okay, Rocken kann man verstehen. Dafür machen wir dann Weizen. Und auf geht's. Weizen, meine Freunde, Weizen. So. Warte mal. Nee, da haben wir nichts. Leinsamen. Okay, gut. Dann hier das Gleiche. Da haben wir kein Material. Und jetzt machen wir halt dafür. Mohn haben wir auch noch keinen. Weizen. Machen wir hier mal 10%. Haferkorn haben wir auch nichts. Aber dafür Leinsamen. Genau. Sehr schön. Dann haben die nämlich wieder was zu tun. Und die letzte braucht ebenfalls kein Roggen. Super. Dünger, Mehl. Oh, Mehl weiß ich gar nicht, wie viel das ich habe. Aber da können wir ein bisschen runtergehen. Dafür machen wir jetzt hier mal ein bisschen mehr Weizen. Hafer haben wir natürlich wieder nicht mehr. Und Leinsamen. Genau. Cool. Sehr schön. Okay. Dann sind die nämlich... Warte mal. Was habe ich denn da gesehen? Die Windmühle. Ja, ja, die kann Mehl machen ohne Ende. So. Sachsen, die. Jetzt. Gut. Wir wollten noch den ein oder anderen Fensterladen irgendwo anbringen. Also ich würde jetzt dieses Viertel hier mit diesen Fensterläden machen, aber ich möchte natürlich auch noch einen anderen Fensterladen sehen, und zwar dieses Viertel hier. Das kriegt jetzt... Pass mal auf. Hammeras. Zack. Ihr kriegt jetzt... Das sind die mit den Eisenscharnier. Die hier. Die kosten ein bisschen weniger Eisen. Oder mache ich die hier? Nur mit Holz. Wir machen jetzt hier nur die mit Holz. Und die machen wir natürlich auch dann jedes Mal auf, weil... Genau. Das ist doch mal echt, echt cool. Komm mal her hier. Mit... Wahrscheinlich gehen wir jetzt die... Stopp. Da. Die hier. Und öffnen. So. Jetzt habe ich keine Holz... Genau, jetzt fällen wir die Holzstämme. 6 Holzbretter, 2 Holzstämme. Also brauche ich hier noch Holzstämme. Das Zeug habe ich da hinten hingelegt. Hallo, grüßt euch. Servus und habe dir, ne? Ich muss einmal da schnell ein bisschen was plündern. Irgendwo habe ich dann nämlich noch was hingelegt. Da. Mal schauen. Oh, 26. Ja, da bin ich leicht überladen. Sogar viel leicht. Na, hocken Sie und lassen Sie sich die Sonne auf dem Kugelscheiner. Ihr habt's recht. Ja, ihr habt's einfach recht. Ja, da hauen wir noch einen Screenshot raus. Da mal den Hammer weg. Das ist ja schon fast Gold wert, das Brüttel. Ist das herrlich. Da sind die Bienen. Bienen und Blümchen. Zack. Super. Okay, gut. Dann hat wieder an und auf geht's. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Hi. Jetzt bauen wir mal da noch schnell... ein wenig was hin. Die ganzen Knipster gehen jetzt Richtung Heimat. Ja.
dann brav ins Bett, geht's und geht unter. Kameras. Ich werde so den Überblick verlieren, wo ich was hinbauen will. Ich sag's euch. Völlig verplant und verpeilt. Jetzt gehen wir natürlich die Bretter aus, gell? Weil das wäre echt cool. Das ist ja richtig genial. Oh Mann, hey. Ich habe schon gesehen, ich muss unbedingt ganz viele Sachen machen. Eieiei. Gut. Soweit, so gut. Jetzt geht noch die Sonne unter. Jetzt schauen wir mal, was passiert, hätte ich gesagt. Das wird ein bisschen eine Überlängenfolge. Einfach nur, um zu schauen, was passiert. Also ich würde jetzt einfach mal noch ein paar Bretter hermachen. Genau. Wahrscheinlich machen die aber die Fensterläden nicht zu. Also das wäre der Wahnsinn. Wenn das der Fall wäre, das wäre ja brachial. So, machen wir die Hälfte. 12. Jo, 12. So. Starten wir mal das eine Häuschen aus mit den Fensterläden und dann schauen wir mal, ob die das zumachen. Genau. Aber wisst ihr was? Wir machen es einfach so. Wenn es wirklich so ist mit den Fensterläden, dann schreibt mir doch das mal in die Kommentare, weil dann machen wir jetzt hier keine großen Experimente. Obwohl, nee, lasst es gut sein. Wir machen das. Wir machen das Experiment. Wir schauen uns jetzt das an. Irgendwann müssen die ja mal ins Bett gehen. Das heißt, wir machen jetzt noch an ein, zwei anderen Häusern die Fensterläden dran, um zu gucken, was passiert. Ob sie es zumachen oder nicht. Aber wahrscheinlich machen sie es nicht zu. Es wäre wahrscheinlich zu viel verlangt oder zu viel gewollt. So, wir sind leicht überladen. Ja, Jolly, schauen wir das an. Bin nur ich. Ich möchte da unten noch ein paar Fensterläden anbringen. Einfach nur, weil es genialst, A, wirklich genialst ausschaut und B, richtig cool ist. Richtig, richtig cool. Da, 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 da. Komme ich da überhaupt hin? Und das Fenster? Jupp. Zack. Dam, da, dam, dam, da, zack. Und öffnen. Blup. Hihi. So, das ist ja das jetzt. Dieses Viertel. Dieses Viertel hat nur diese. Da, da, da. Die kriegen natürlich dann auch verschiedene Türen. Aber hier kriegen sie auf jeden Fall mal jetzt diese Fensterläden. Jetzt geht die Sonne unter. Jetzt ist gleich Nacht. Jetzt wechselt auch die Dinge. Okay, es ist 9 Uhr abends. Ich denke, jetzt kommt Autosave. Ja, geht jetzt mal in sein Häuschen. Komm, machst du jetzt an auf... Hat sie hart? Wie schaut's aus? Legst dich du jetzt hin? Und Tatsache, der hat sich hingelegt. Der kleine Knips hier schläft auch schon. Die Frau ist noch unterwegs anscheinend. Aber die machen das nicht zu. Okay. Gut, okay, wir haben die Lösung des Rätsels, wollte ich jetzt schon fast sagen. Genau. Also die machen die leider nicht zu. Wir machen jetzt mal hier eins mit geschlossenen, oder? Jetzt gehen sie mal, ja genau, jetzt gehen sie mal aus, die Bretter. Okay. Egal, mit einer, mit einem genialen, wirklich genial dekorierten Ding. Meine Frau wird es auch nicht zumachen, ne? Nee, Okay, aber total wurscht. Ich würde sagen, wir hauen hier einen Deckel drauf. Wir haben Überlänge, aber egal. Und, ich bin begeistert von der Dekoration. Wir müssen da unbedingt noch ein bisschen spielen damit in den nächsten Folgen. Aber jetzt gehe ich zum Kochen und ich würde sagen, noch ein kleines Ding in eigener Sache. Lasst ein Abo da. Ich würde mich irrsinnig freuen. Genau. Und bis zur nächsten Dekorationsfolge. Ich bin raus. Euer Fuchs. Ciao, ciao.